Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo, neben mir der Marco. Und wenn ihr uns beide zusammen seht, dann wisst ihr ganz genau, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Vinylstube. Und heute haben wir ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde. Bevor wir darauf eingehen, vielen lieben Dank an Oktober Promotion an dieser Stelle. Wieso? Und zwar haben wir uns ein nettes, Paket geschickt mit aktuellen Platten, aktuelle Veröffentlichungen, die jetzt im, sag ich mal, Ende Mai, Juni, Anfang Juli erschienen sind. Und die erste Scheibe ist von Carriot. Ja. Carriot One Wing. Und ich finde, also sehr, sehr geiles Artwork, also Oktober Promotion, haben uns im Verteiler drin, die schicken uns immer die Sachen. Dadurch ist mir die Band hier aufgefallen. Und ja, der Marco hatte zwar schon mal da reingehört, wie auch wir beide halt in allen Platten. Eine ausführliche Review wird nochmal in einer anderen Sonderfolge folgen, weil das Paket, das haben wir ja erst heute erhalten. Aber ja, wie magst du den Sound beschreiben von The Carriot? Schwer zu sagen. Also es hat so eine Converge-Style-Gedöns, deshalb man muss es mögen, sage ich mal. Ne? Also es ist halt sehr, sehr hektisch das Ganze, ist halt nicht so voraussehbar oft. Mhm. Also ich kenne zwei ältere Platten, weil der Andi, also unser Caliban-Andi, damit irgendwie in die Ecke mal kam und hat die mal auf der Tour vorgespielt. Und ich dachte so, Alter, Converge ist ja schon stressig, ne? Und das war ja dann noch eine Schippe drauf, ne? Und finde ich geil. Ich habe die auch total aus den Augen verloren. Mhm. Und als du mir gezeigt hast, die Liste hier, das können wir bekommen von den Jungs von Oktober Promotion, war ich direkt Fan davon. Und und wie du schon sagst, das Cover ist halt mega geil. Deshalb schön gemalt, das Ganze, ne? Mhm. 300 Kopies. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr fett. Mhm. Und check die Jungs mal aus. Mhm. Ist auf jeden Fall Stresscore. Also man muss es halt lieben. Ne? Also ist bei mir ja auch so. Also ich stehe ja ultra auf Geballer oder sowas. Für mich ist, wenn ich eine Nasenplatte oder sonst irgendwas höre, ist das für mich halt irgendwie so geil. Ja. Ne? Also das ist für mich relaxed so. Ne? So, das finde ich halt geil. So, weil das halt auch... bei so einer Musik ist das halt so interessant. Was kommt jetzt? Was passiert jetzt? Ne? Das ist halt nicht so wie ein Schlagersong. Du kannst den nach einem Mal durchhören oder mit dem ersten Song schon mitsingen, obwohl du den Song noch nie gehört hast. Aber du weißt halt, was passiert. Ja. Und du kennst den Text irgendwie, obwohl du den Song noch nie gehört hast. Ne? Und das ist bei so einer Mucke gar nicht der Fall. Und echt geil, auf jeden Fall. Und was man dazu sagen muss, Mastodon, die gehen auch in so eine Richtung, wo du gerade sagtest, du weißt nicht, was dich erwartet. Mhm. Sehr progressiv und es stresst aber auch stellenweise. Mastodon ist eine Band, gerade so die ersten Alben, die kann ich mir nicht mehr aktuell anhören, weil ich mir denke, so, das stresst mich. Genauso wie Iron Maiden, die haben ja gestern einen neuen Song rausgehauen, sehe ich. Okay, sie geht irgendwie fast 8 Minuten, über 7 Minuten, denke ich mir so, Gott, geht das kürzer? Da, also so 8-Minuten-Songs, ich weiß nicht, also da sind wir doch echt raus aus der Zeit. Ne? Das war ja so in den 80ern, wo Metallica damit auch anfing, dann irgendwie auf Just for All. Da war ja kein Song, glaube ich, unter 7 Minuten oder so was. Ne? Ja, kann man mal machen. Machine Head haben ja dann irgendwann auch damit angefangen. Und da habe ich echt gedacht, boah, ist das nervig, ey. Also irgendwie, der hat da irgendwie kein Ende, weißt du. Also ich stehe ja wirklich so auf... 3-Minuten-Songs, so Maximum. Oder halt wirklich so beim Grindcore, da hast du in 30 Sekunden einen Song, hast du alles drin, was da reingehört, was da reingehört in den Song. Und das finde ich halt auch mega geil. Voll. Ja. Und nee, kann ich auch nur so bestätigen, auch mit Maschinen, weil The Blackening ist mir das aufgefallen. Ich weiß nicht, wie das Album heißt. Die haben das irgendwann, kam ein Album raus und alle so. Da sind 12-Minuten-Songs drauf, so. Ich meine, die Songs sind geil, sowas wie Halo. Ich weiß auch so Blackening Halo, finde ich mega geil, aber viel zu lang. Da gibt es eine weitere oder das 2011er-Album, was jetzt vor 10 Jahren rausgekommen ist, mit den Heuschrecken drauf. Locus oder Loco? Ich habe die wirklich voll aus den Augen verloren, die Band. Danach wurde es besser.
Aber ja, ich weiß, was du meintest. Noch Through the Ashes, das war auch nochmal so ein Ding mit im Imperium drauf. Der Song, der war geil, aber war auch so, wann hört er denn auf? Weil da passiert ja immer so viel was und noch was und noch was. Ist ein mega geiler Song, einer der geilsten Machine-Head-Songs, aber das war dann auch irgendwie so am Anfang. Hört er auch so irgendwann mal auf? Ja. Also ich meine, im Metal-Faktor kann man das ja wirklich noch bringen. Wobei, man braucht es eigentlich nicht. Ne? Aber im Hardcore-Faktor, überlegt mal, da gibt es einen 10-Minuten-Song. Irgendwie einen Metalcore-Song von Killswitch, der irgendwie 10 Minuten geht. Oder irgendwie hier Converge-Song oder sonst irgendwie was. Ey, das stresst doch einfach. Obwohl Converge, stimmt, die hatten auf einer Platte auch ziemlich lange Songs. So 5-6-Minuten-Songs, was ja schon sehr lange ist. Ne? Ja. Naja. Ich mache mal weiter mit der nächsten Band, die nämlich schnell und kompromisslos ist, und zwar 68, die habe ich tatsächlich gesehen. Oh, im Vorprogramm, wo war das nochmal? POD, Alien Ant Farm, irgendwie sowas. Das war schon 2-3 Jahre her. Und die machen so ein bisschen, ist das Garage Rock noch? Ich weiß es nicht. Es ist sehr, sehr auf die Fresse, schnell, ein bisschen poppig und geht nach vorne. Würde ich die so beschreiben. Aber nicht so so Turbo Negro, Crucify oder wie die ganzen Kapellen da heißen, sowas nicht. Nee, also nicht so, ich sag's mal, asozial, jetzt nicht nicht ohne dass jetzt irgendwie, Turbo Negro ist immer so ein bisschen nach Saufparty, Kneipe, verbindest du das, und die eher nicht so, die sind so ein bisschen mehr polierter, um das mal so zu sagen, obwohl die halt schon einen rotzigen Sound haben, kann man sich geben, höre ich auch sehr, sehr gerne zwischendurch, zum Auflockern, sag ich mal, ne? Wenn du nicht immer das knallharte Geballer haben willst. Geht aber auch gut nach vorne. So, und live haben die ordentlich Stimmung gemacht. Und ich bin mal gespannt, wann man die wieder sehen kann. Ja, dann komme ich, glaube ich, so zu so einem aktuellen Highlight, was sehr, sehr prominent war. Und zwar Beartooth Below, deren neue Scheibe ist jetzt vor 2-3 Wochen rausgekommen im Juni, wird von vielen gefeiert, machen Metalcore, ganz klassisch. Ich habe da jetzt mal reingehört, wie gesagt, das Problem, was ich halt habe, es hört sich irgendwie so alles gleich an, beziehungsweise man kennt es, aber wird von vielen einschlägigen Magazinen, Kennern hart abgefeiert. Und ist auch etwas, womit ich, sage ich, mich auch mehr anfreunden kann, so, weil es gab ja auch so eine Zeit, wo irgendwie sich für mich alles gleich anhörte, wo ich dachte so, oh nee, aber die haben ein bisschen was, um es mal so zu sagen. Und die machen Metalcore? Wenn ich, also wir hatten ja mal eine Folge mit Cover, was ein so ein Cover sagt. Weißt du, was mich... Ich hätte ja gesagt Doom, irgendwie sowas, ne? Voll klassisch, schwarz, lila. Die Kreuze, so, und der Schriftzug, ne? Irgendwie auch hier, ich hätte jetzt wirklich gedacht, so eine Black Sabbath Doom Band. Worship, aber. Ja, hätte ich jetzt volle Kanne in die Ecke gedrückt. Wenn ich das jetzt einfach so im Plattenladen gesehen hätte, würde ich sagen, so. Ist eine Doom Band. Ja, hätte ich niemals als Metalcore irgendwie abgestempelt. Ja, das ist krass. Wahnsinn, ne? Also, was ein Artwork ausmacht. Ja. Die nächste Band aber, die ich hier habe, die schlägt aber in so eine Kerbe rein. Da sieht man schon so ein bisschen. Arty, ne, sag ich mal, so das Artwork. Habe ich mal hier in die Kamera, so eine Fotografie von ihm, was nicht, ein Sandsturm oder Tornado. So. Tornado, ja, stimmt, ein Tornado. Und zwar sind das Jess and the Ancient Ones. Und wie kann man das, die Mucke von denen beschreiben? Ist es Rock-Elemente sind drin, ist es aber auch so ein bisschen psychedelisch. Ist es so Frauengesang, so Female. Fronted will ich nicht so sagen, das hört sich so abgenutzt an, aber auch ein bisschen spezieller. Also muss man sich halt echt Zeit für nehmen. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine leichte Kost irgendwie, was für mich das Ganze halt interessant macht. Also wirklich für Musikliebhaber, die so mal wirklich abschalten wollen oder auch sich mit Musik beschäftigen wollen, kann ich echt nur die Band ans Herz legen. Das ist auch tatsächlich die Platte von denen hier, die, wo ich schon mal reingehört habe. Da konnte ich irgendwie am meisten zu sagen. Natürlich Beartooth, weil das Ding halt gehypt wurde. Ich halte es nochmal hier in die Kamera. Ich meine auch, ich habe das schon mal irgendwo gelesen, den Bandnamen. Nochmal 68. Schönes Artwork, schön retro. Ja,
Finde ich super. Also, wie gesagt, da muss man sich halt beschäftigen mit der Musik und die ganze Auswahl hier nochmal haben. Vielen lieben Dank, Leute von Oktober Promotion. Hier einmal Artwork-technisch spricht mich das an. Hat ein bisschen was auch von der Band Powerman 5000. Und zwar der kleine Bruder von Rob Zombie, dessen Band ist das, der hat auch mal gemalt oder halt immer noch. Und jetzt so einen ähnlichen Stil, also so total helle Farben, alles so kreuz und quer, also finde ich geil. Genau, Beartube, Metalcore, Klassiker, dann so ein bisschen Garage, punkiger, mit 68. Und dann als letztes hier, ich muss den Namen leider ablesen, Jazz and the Ancient Ones. Richtiger Zungenbrecher, also für eure Plattensammlung einfach mal abchecken, ganz, ganz wichtig, kommt auf Grünbüro raus. Was haben wir hier? Clear Splatter, ist das schwarz? Nein, ist Colored Purple Grey Vinyl und die hier, was haben wir hier? Auch eine Splatter Vinyl, also farbiges Vinyl für die ganzen Sammler, auf 300 Stück limitiert, hier tut wahrscheinlich auf 1000, 2000, obwohl Red Bull Raven. 68 war auch auf 300, habe ich gesehen. Ah, super. 300, hier steht nichts. Also ab sofort im Handel. Ich habe euch unten die Amazon-Links einfach mal reingepackt oder Links zu anderen Stores. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Könnt ihr einfach mal draufgehen, die Platten supporten. Und ich würde sagen, wir gehen über in unser Hauptthema. Und zwar, ja, wer natürlich uns verfolgt, die Vinylstube, der weiß, der Marco, ja, ist ein großer Connoisseur des Extrem-Metals, hast ja auch die eine oder andere in einer oder anderen Band gespielt, gegründet und dementsprechend sieht auch deine Sammlung so aus, weil ich glaube, ein klassisches Format für Grindcore-Bands oder Bands aus dem Extrembereich ist dieses Format hier, die 7-Inch, ne? Ja, also gab zu der Zeit damals ultra viele 7-Inch, also immer noch, glaube ich. Also ich komme da auch gar nicht mehr hinterher. Ich bin da irgendwie so, was da manche Bands so angeht, auch einfach festgefahren. Ich habe da so meine Bands, die ich dann immer regelmäßig höre und dann kriege ich mal was zugesteckt. Ne? Jetzt mit einem Kollegen habe ich jetzt Keizer mal bekommen. Da auch mal kurz schon mal reingehört und das hat auch geiles Geballer. Klingt interessant, ne? Aber irgendwo ist man dann auch mal so bei manchen Sachen so, ja, man hat so ein Ding erreicht. Ich bin immer offen für was Neues, ne? Dann kriegt man was zugesteckt und denkt man, ja gut, brauchst du jetzt nicht unbedingt. Und dann kommt aber wieder so ein Ding, wo du denkst so, boah, fett, das bläst dich halt komplett um, ne? Und dann, dass es da immer noch was Neues gibt, weißt, was sich dann immer noch flasht, ne? Also das Ganze. Ja. Ja, cool. Und ja, ich bin nicht so der 7-Inch-Fan. Ja, ich eigentlich auch nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, meine erste Platte war auch eine 7-Inch. Der Kram gab es halt damals nur auf Platte und ist halt ein nerviges Format. Ne? Also bei, ich sag jetzt mal, bei so Grindcore-Sachen geht es ja noch. Ne? Da hast du ja irgendwie auf einer Seite irgendwie 10 Songs. Ja, und auf der anderen Seite nochmal 10 Songs. Mhm. Da musst du nicht so unbedingt so schnell mal hin. Aber bei so also Singles 7-Inch, ne, da hast du ja nur einen Song immer jeweils drauf auf einer Seite. Ne? Ja. Also aktuell ist auch so Metallica vom, die bringen ja schwarze Album raus und die haben, ich weiß gar nicht welches, Enter Sandman, glaube ich, war das, bringen die auch als 7-Inch raus, Glow in the Dark Vinyl, haben eine Studio-Version und irgendeine Live-Version oder ein Remix, irgendwie sowas. 25 Euro plus Versand, da seid ihr ganz schnell bei 30 Euro für eine 7-Inch. Und wir reden hier von einer Platte und einem Song, der über 30 Jahre oder genau 30 Jahre alt ist. Also, ja, die wissen, wie man Fans einfach an der Stange hält, ne? Ja. Ja. Und ja, was? Ich hatte die nur von Metallica mal. Nothing Else Matters. Ja, ja. Und dann gab es hinten halt dann nochmal Enter Sandman, glaube ich, die Moskau Live-Version. Ich weiß es gar nicht, oder? Ist es? Ja, es ist Moskau, genau. Ja, Russia. Genau. Ja, und die habe ich aber auch, weiß gar nicht, wo ich die her habe. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die mir mal geholt habe. Genauso wie die One 7-Inch. Ne? Also da ist die Gen Destroy Live hinten nochmal drauf. Und ich denke mal, One könnte auch gekürzt sein wahrscheinlich. Ja. 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 Genau. Was wir jetzt machen werden, ich werde das einfach mal hier durchblättern, die Sammlung, und werde einfach irgendetwas zu Bands fragen, die mir ins Auge springen. Sei es irgendwie, hast du mal mit denen getourt? Wie sind die Erfahrungen mit der Band? Weil das ist ein bisschen blöd, wenn da überhaupt was dabei ist, was also wenn du da was rauspickst, ob ich... Die eine oder andere Band hast du mir schon mal erzählt, die werde ich dann
übergehen, falls da jemand sein sollte. Nein. Wir holen hier eben keinen Krieg mit dem, euer Booking-Agentur los. Das ist eine 5-Inch sogar. Eine 5-Inch, ey. Ja. Slayer haben ja das letzte Album auf einer 6,66-Inch rausgebracht. Mhm, okay. So speziell ist das. 5-Inch gibt es schon so ein paar, aber das ist die einzige von Hell Nation, die ich irgendwie als 5-Inch habe. Gehen wir hier zur Seite. Schauen wir mal hier rein. Morning Again. Mit 25 to Life, ne, war das die Split 7-Inch. Ich glaube wahrscheinlich, vieles werde ich jetzt gar nicht kennen, weil so Extrem-Metal nicht so meins ist. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht doch heftig aus. Was ist das? Agent of Satan? Ich weiß nicht. Welche Band du meinst. Also ich sehe hier irgendwie ein Baby. Ja. Ein rechtes Foto und das hat, ich weiß nicht, so verstörend, ich weiß nicht, ob ich das beschreiben soll. Hat ein Kreuz, ist aufgespießt. Ja. Das, ich halte das mal so von weiter weg, nachher straft uns YouTube ab. Ja, Marco, was ist das hier? Das ist, geht schon in die Grindcore-Ecke, Power Violence. Ehrlich gesagt kann ich mir die auch nicht mehr anhören. Also das ist halt irgendwie so, ja. Devils of Satan heißt die, ne? Die Band heißt Edge of Satan. Ja, okay. Ist halt nicht so Underground-Geballer irgendwie. Ja, das Cover sagt einiges. Ja. Ich blätter mal. Das ist genauso eine Schublade wie hier Apartment 213, benannt nach dem Apartment, wo Jeffrey Dahmer damals seine Morde begangen hat. Ja. Und die Band hat sich nach dem Apartment genannt. Slayer haben ja zum Beispiel auch einen Song, 213 heißt der. Ja. Also nicht Apartment, sondern aber 213 und der handelt über Dahmer. Und die haben sich nach dem auch... Die sagen mir tatsächlich was. Ey. Die sagen mir zum Beispiel, die habe ich irgendwann mal zugesteckt bekommen. Ich kann dir nichts dazu sagen. Die steht bei mir im Regal. Ich glaube, die habt ihr noch nie einmal gespielt. Oh, woher kenne ich die? Ich glaube, das ist auch, ja genau, von 2002 aus dieser Pop Punk, New Metal Phase, wir versuchen irgendwelche Bands auf den Markt zu werfen. Mhm. Sowas wie Liquido, meine ich. Ich will nicht Falsches sagen. So die Richtung, also diese. Ich kann sagen, dass ich die einmal auf dem Teller hatte und mir wahrscheinlich nicht zugesagt habe und deswegen nie wieder irgendwo raufgelandet ist. Ah, was haben wir denn hier? Die Ärzte. Ja. Featuring The Incredible Hagen. Ach, sieh an, das war ja der alte Bassist Incredible Hagen gewesen? Oder der erste? Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, die Ärzte-Fans werden mich jetzt rügen in den Kommentaren. Die kennen den Incredible Hagen. Ich meine, das ist ein ehemaliges Mitglied. Da haben sie den nochmal ausgegraben. Okay. Die Ärzte. Deine Verbindung dazu? Hast du auch zugesteckt bekommen? ohne Scheiß. Es gibt halt wie die Metallica gerade Sachen, wo ich weiß... Ich habe ja viele Sachen, das ist eine Kompenser-Band, also aus einem Neuwiederrumpf aus meiner alten Heimat gewesen, wo ich nicht weiß, wo die herkommen, die Sachen. Ne? Oh, hier. Wo auch keine Verbindung da besteht, wo habe ich das her? Ne? Zu denen kannst du dir was sagen. Das ist aber die habe ich zum Geburtstag bekommen von Kollegen hier aus Essen. Bad Religion und an den Kollegen aus Essen. Ich komme ja auch aus Essen. Ja. Ich habe auch bald Geburtstag. Ich freue mich auch über Platten. Die Jungs haben zusammengelegt. Mhm. Das muss jetzt bestimmt schon. Da haben die in Dortmund im FZB. Mhm. FZB gibt's. Zur 30 Jahre Bad Religion. Ach, das ist ja noch gar nicht so lange her. Oder war das 20 Jahre? Nee. 30 Jahre? Ich glaube, es war dieses 30. Jubiläum. Vor 10 Jahren ist das schon gewesen. Mhm. Da habe ich die Eintrittskarte von den Jungs bekommen und dazu auch eine 7-Inch von ihnen. Geil. Mhm. Ja, das war ein cooles Konzert auch, obwohl mir die Songs von der No Control gefehlt haben. Also die haben nicht so viel von der Platte geschrieben. Das ist halt mein Lieblingsalbum. Da muss ich gerade sagen, das ist auch so der Klassiker. Ja. Beatles. Weißt du, ich mache das so, ich mache einfach so einen Blindpick einfach rein. Zieht einfach so. Bei manchen musst du dann aber erstmal vorher drauf gucken, weil es gibt halt echt manche Cover, die sind halt ein bisschen. Corin? Sagt mir nichts. Das sind, glaube ich, Sachen, die ich mal vom Markt geschenkt bekommen habe, unseren Gitarristen. Kann ich ja nichts zu sagen. Weiß ich nichts.
Ah, die hatten wir schon mal, ne? Hier, genau. Death Ride, die von Chris am Bass, die Sachen. Mhm. Die haben wir schon mal vorgestellt. Machen wir mal. Deadfall? Du packst genau immer dir. So. Geil. Der hat nämlich, der Marc hat nämlich beim Umzug, der ist umgezogen und hat ultra viele Platten, wollte die wegschmeißen. Mhm. Und habe gesagt, ey, bevor die wegschmeiß, hole ich die mit und hör mal rein, was das ist. Ne? Mhm. Und manche sagen, aber ich schmeiß keine Platten mit, obwohl ich sie halt auch nicht höre. Ne? Mhm. Und bevor die auf dem Müll landen, habe ich sie dann lieber mitgenommen und sauber gemacht und mal reingehört. Klar, gefällt mir das auch vieles davon nicht unbedingt, ne? Weil das so, also Screamo-Core oder wie sich das alles nennt, wo du denkst, so, boah, der Sänger singt total schief, ist nicht so mein Fall. Ne? Und davon ist da auch viel dabei, ne? Wo ich dann auch nicht mal reingehört habe, so, wo ich keinen Bezug zu habe. Ne? Ich wollte es einfach dann haben, bevor es auf dem Müll landet. Ja. Weißt du? Nee, verständlich. Ja. Hast du mal geguckt, was die wert sind auf Discogs? Nee. Okay. Ja. Es gibt eine 7-Inch, die ist auch vom Marc, wenn es kein Scheiß ist. Der Marc hat mir heimlich so eine Nachricht geschrieben, nimm bitte die, die ich... Ja, die Void of Faces ist Grindcore. Grindcore. Ja, so Crust Grindcore. Ja. Ist nichts Besonderes. Ich hatte auch mal damals, als ich angefangen habe, so mit Grindcore mich auseinander, schon mal so eine blinde Bestellung gemacht. Mhm. Und habe irgendwie 10 Sachen da, 7 Inches bestellt, wo irgendwie dachte so, aber der Schriftzug sieht geil aus, das Cover sieht geil aus, ne? Und dann kam das an und keine der Bands gefällt mir. Oh. Das ist nur Schrott gewesen. Ja, das hatte ich ein, zwei Mal auch, bis ich gesagt habe, okay, ich höre da mal genauer rein. Sehr doomiger Death Metal Corrupted und Enemy Soil. Hier oben rein. Sehr schleppender, düsterer Metal, sage ich jetzt mal als Überbegriff. Ja. Okay. Die nächste hättest du auch gekannt. Die nächste hätte ich auch gekannt. Ach, Exhumed, ja, klar. Recording 2000, gibt's da irgendwas Bezug zu? Nö, ja, habe ich irgendwann mal gekauft. Ist eine geile Sache, also geile Platte auf jeden Fall. Ne? Mhm. Die habe ich auch nie gehört. Also, da ist ja immer so, es gibt ja viele Split-Sachen, ne? Oder das Gute an der Split ist ja eigentlich so, dass du die Chance hast, der eine kennt die Band und dann wird er durch die, weil er die vielleicht nicht kennt, aufmerksam und gefällt ihm das auch noch irgendwie. Mhm. Weißt du, deshalb finde ich immer geil an so einer Split. Aber ich glaube, die ging mir auch nicht rein. Also ich fand das, glaube ich, nicht gut. Mhm. Exhumed ist Exhumed und die ist halt geil. Wie sieht das eigentlich aus? Also ich sag mal so, ein Vögelchen, welches hier im Raum sitzt, hat mir ja mal was erzählt zum Thema Tourpläne für irgendwann mal mit möglichen Bands. Mhm. Mal sowas zusammen zu machen. Also ich weiß, die eine potenzielle Band, die macht immer Tourvinyl. Mhm. Macht das halt mit, dass ihr irgendwie sowas sagt, so, boah, komm, wir machen mal. Ich bin da Fan von. Ich würde das auch geil finden, wenn man so mal so einen Sampler macht mit so irgendwie nur mit deutschen Metalcore, Hardcore-Bands. Ne? Mhm. Also, es gab mal von Alvaran Records und Pecoro gab es mal einen Sampler. Da sind halt, wenn ich mich jetzt nicht irre, natürlich nur deutsche Bands drauf. Mhm. Und der Sampler ist halt mega geil. Da sind halt so eigene Songs drauf. Da ist auch Gemochert drauf, da ist Aklis drauf und Dennis, die alte Band, und Caliban. Die war mal bei der Metal Hammer irgendwie dabei gewesen. Ich bin mir unsicher. Und zwar hier einmal für die Overkill und Sodom. Genannt Creator. Warrior Heart, Rock Hard Exclusive Track. Ach, auch nicht schlecht. Ich glaube, der Song war auch nicht mal jetzt so ultra der Knaller. Und Man in Black. Ich hatte mal die, irgendwie gekauft, die Metal Hammer. Und fand das halt geil, so eine 7-Inch dabei. Und deswegen habe ich mir die, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt nur, weil irgendwie die. Ja, die hat für denselben Preis, ne, die Platte und oder die Zeitschrift, also irgendwie für 6-7 Euro oder sowas. Ne? Ich muss mal bei mir nachgucken, weil ich meine, die meisten 7 Inches habe ich tatsächlich aus Zeitung, als Beileger. Ich weiß gar nicht, wen ich als Motorhead kann, weiß ich, Kiss, so eine Picture-Disc, die kam vor ein, zwei Jahren raus. Da gibt es ja
die ganz kaputten holen sich dann viermal der Metal Hammer, die kostet dann 10 Euro, ne, wegen der 7-Inch, also 40 Euro haben wir dafür. Ja. Gene Simmons mit Starchild und ja, die ganze komplette Kapelle. Und was ich hier sehe, Artwork, Jan Meininghaus, das ist auch der, der die immer hier für Creator die ganzen Artworks macht. Mit denen haben wir auch ein Interview, mit dem Björn Goses auch und dem Thomas. Einfach mal abchecken. Die haben zusammen so ein Künstlerkollektiv, Painted in Blood nennt sich das. Okay. Weil, der Björn Goses macht ja so für kleinere Bands, sag ich mal, hier in den Raum NRW Artworks, unter anderem halt auch Bonded, die schon ein bisschen größer sind. Hier diese Starband mit Macker zum Beispiel. Dann der Thomas macht hier von Tobias Summit die Band. Wie heißt die? Von Edguy. Oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf. Ach, die Band ist eigentlich größer als Edguy, wenn ich das so sagen darf. Oh, verdammt, ey, jetzt komme ich ja nicht drauf. Von, weißt du zufällig, wie die heißt? Mm-mm. Oh, jetzt habe ich einen richtigen Blackout. Edguy? Ja, also der ist ja bei Edguy, der hat ja aber noch ein eigenes Ding, eine eigene Band. Damit, die kennst du auch. Und das ist einer von Halloween auch bei Edguy? Ne? Wie heißen die nochmal? Gott! Verdammt, habe ich live gesehen und da ist auch der Produzent. Ach, fällt mir jetzt nicht ein. Ja, ist. Nicht Moonspell. Boah, wie heißt die Band nochmal? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ist auch eine der größten Metal-Bands. Habe ich vor zwei Jahren in Oberhausen gesehen, in der Köpi-Arena. Und ja, dafür macht er die Artworks und der Manninghaus hier für Creator hat aber auch Boltflower Artworks gemacht. Okay. Also richtig interessant und. Geil, und die haben Painted in Blood zusammen, die drei. Wenn ihr eine Ausstellung seht von Painted in Blood, geht da hin, kann ich nur empfehlen. Dann sieht man halt irgendwie so alles, was man irgendwie so kennt und sieht. Und ja, willst du bei dir hier durchbleckern, weil muss ich mich hier so blöd. Ach, hier Miners Thread sehe ich hier, ne? Da sehe ich schon mal einen Look an. Ja, ist die Demo-Dings. Die kam irgendwann mal jetzt frisch oder wieder raus, weiß nicht. Ganz cool. Das sind halt eigentlich die bekannten Songs, die man kennt, nur ein bisschen anders gespielt. Also die von der Aufnahme sind halt Demos. Ne? Die Schuhe komplett abgerockt. Naja. Schon mal live gesehen, die Jungs? Oder? Nein, Gottes Willen, so alt bin ich auch nicht. Nee, leider nie gesehen live. Ne? Discord Records. Ja, das ist auch so, glaube ich, so eine Band, die echt sich gegen Kommerz ausgesprochen hat, den Preis diktiert hat, so und nicht anders. Und also es sind ja viele Hardcore-Punk-Bands, die irgendwie nochmal auf die Straße gehen. Ne? Sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Cro-Max, Circle Jerks hatten die dann, glaube ich, irgendwie jetzt mal ein paar Auftritte oder sowas. Black Flag getrennt mit verschiedenen Sängern. Mhm. Aber das wird nicht passieren. Ne? Also ist manchmal auch besser so, ne? Also, dass man da irgendwie so. Cro-Max ist das beste Beispiel, ne? Die sind ja untereinander komplett zerstritten. Gymnasium. War das gerade Nails? Die auch eine richtig geile Band. Ist, glaube ich, ein Duo, ne? Die sind eigentlich. Die waren mal zu dritt, dann waren mal so viert, dann mal zu fünft oder so. Naja. Sänger bzw. Sänger-Gitarrist, der ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Typ. Der hat ja auch mal früher, ganz, ganz, ganz früher bei Terror auch Gitarre gespielt. Und der ist wohl sehr eigen. Ne? Das war irgendwie so, das, auch so ein Ding. Die haben ja die letzte Platte bei Nuclear Blast rausgebracht. Supergeile Platte. Und dann? Tour angesagt. Band aufgelöst. Und was war ein Jahr später? Ja, ich glaube, dann waren sie ja wieder am Start. Ne, oder EP. So. Ja, ja. Hey, also der Typ ist halt echt, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich habe sie auch noch nie live gesehen. Ich hätte sie, glaube ich, auf der Tour ja live gesehen. Mhm. Aber ja, dann doch wieder nicht. Ne? Ja, das, die Seven ist halt, Seconds. Die ist, das ist so eine 7-Inch, die ich schon seit, die habe ich seit ich Platten, glaube ich, sammle. Ne? Mhm. Die Skins, Brains und Skirts. Ja. Magst du nicht? Oi-Punk? Nee, ist kein Oi-Punk, ist Hardcore-Punk einfach. Ist kein Oi-Punk. Nee, muss ich mal anhören. Naja, das war immer so, weiß ich nicht, ob mir das so. Also das Cover sieht so mehr so aus. Nee, ist aber. Okay, dann habe ich mich davon ab. Muss ich mal reinhören. Ja. Ja, von Spaz, das ist ja so Grindcore, ja. Stop and Go Hardcore. Da habe ich ein paar 7-Inch und ich glaube, Spaz ist halt.
die Band mit den meisten 7-Inches. Ich glaube, die haben, wenn du bei Discogs so 40 7-Inches plus die Platten noch. Das ist der Wahnsinn, wie viele Platten. Staymate ist eine Band von unserem damaligen Gitarristen von Gomorra und dem Schlagzeuger von Gomorra. Der hat nur dazu in der Band Bass gespielt. Und die waren zeitgleich wie wir mit meiner Punkband im selben Proberaum und da haben wir uns kennengelernt. Da kam der die Connected, dass wir Gomorra machen. Ne? Damals bei auf Albaran Records mit einer der ersten Bands, glaube ich, die da damals erschienen sind bei dem auf dem Label. Was haben wir denn noch? Sons of Abraham. Ja. Project X. Ja, das ist eine Hardcore-Band so aus der Zeitära von Gullah Biscuits. Das Geile ist, Bekannte von mir, die haben auch eine Band gegründet, die nennen sich dann Project X. So, und haben sich halt gefreut, dass es die Band nicht mehr gibt. Und haben dann sich überall auch so Tattoos gemacht. Also, ich weiß nicht mehr, wie die Initialen waren. P. PJX oder irgendwie sowas. Nee, gar nicht. Project Channel X, glaube ich, hieß die. Genau, irgendwie sowas war das, weil. Die wollten sich Project X nennen, hat aber nicht, also wegen der Namensrechte nicht, also was heißt nicht geklappt, also die hatten keinen Bock verklagt, sondern haben dann noch Channel reingehauen, deswegen PC X. Also das kürzt man so auf dem Bauch tätowiert oder am Arm. Hatten irgendwie drei, vier Shows und das war's dann. Ja, von CBGB ist das Foto. Ein X mit schön mit dem Edding. Ja, geile Platte auf jeden Fall, stehe ich richtig drauf. Ich guck mal, ob ich was kenne. Pink Floyd, was ist das hier? The Wall? Genau, also das ist Single-Auskupplung hier von Another Break in the Wall. Ja, auch großartige Band. Hätte ich auch mal gerne live gesehen. Ja, das war auch so ein Flohmarktfund. Oder ich hatte auch mal, da war eine Supertramp, eine Smokey. Auf der Straße gefunden, wo irgendeiner Platten weggeschmissen hat. Und da waren auch so Sachen dabei und zu Hause angeguckt, der tadelloser Zustand, war nichts drin gewesen. Ne? Das ist Wahnsinn. Also ich, wo du das sagst, ich war mal bei einer Promo-Firma vor Ort und hatten die so, muss ich so verstehen, so eine Abstellkammer draußen und alles voller Platten, also CDs, nicht Platten, CDs. So und komplett noch neu und eingeschweißt, die da einfach nur standen zur Abholung. Ja. Genau, da dachte ich mir auch, nicht schlecht, weil liegt da rum. Aber da wollte ich auch gucken, aber hab mir gedacht, oh, die hast du. Ich habe mal zu Weihnachten irgendwie geschenkt. Mein Land! Ja, habe ich mal irgendwie zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ja. Also, Freunde von Marco, Geburtstag, Weihnachten. Das ist, glaube ich, ein Sammlerstück. Also, ich weiß nicht wieso, Rammstein 7 Inches. Oder auch generell Platten, wenn die mal irgendwie weg sind oder so, vergriffen. Ich weiß, der Song, der ist jetzt 10 Jahre alt. Die steigen, genau, 2011, also die steigen unheimlich. Also hier ist echt ein kleines Sammlerstück, Wertanlage. Ja, Song finde ich okay. Kam zum Glück damals vor dieser ganzen Flüchtlingsdebatte, die kam ja dann 4 Jahre später und ich glaube, hätten sie den Song dann rausgebracht in mein Land, wäre die Kacke richtig am Dampfen gewesen sein. Und ja, auf der Dokumentation, diese Amerika-Dokumentation, sagt dann auch hier der Paul Landers so, ja, mein Land ist kontrovers, können wir verstehen, aber wenn es halt so Rammstein halt so in diesem Till Lindemann-Style mein Land gesungen wird, verstehen das die Leute falsch, wollen es falsch verstehen. Damals war es, wie gesagt, noch nicht kein Thema, aber ich glaube, ja, wäre das Ding 4 Jahre später rausgekommen, dann hättest du richtig. Aber ich glaube, die toppt trotzdem nicht die 7-Inch, die ich von Crossout habe. Also die ist halt von der Minutenzahl und da ist das immer noch das, glaube das teuerste, was ich hier also von 7 Inches habe. Das ist halt so Grindcore, Stop and Go. Die ist halt mega geil. Die Band ist halt so, ja, Slap a Ham. Band, ne? Die neunte Platte, die das Label rausgebracht haben, die haben die alle komplett nummeriert. Die ist halt mega geil und ich glaube, die geht bei Discogs irgendwie ab 80, 90 Euro aufwärts. Wahnsinn.
Ich weiß gar nicht, ob es davon irgendwie ein Repress gibt oder irgendwie ein Bootlegs. Wahrscheinlich schon. Ne? Da gibt es ja alles Mögliche mittlerweile. Und ja. Wahnsinn. Ja. Ja, Gomorra hast du überschlagen. Du hast die geilsten Sachen überschlagen. Was ist denn hier los? Gomorra habe ich schon mal gehört. Ja, ne? Habt ihr mal eigentlich mit Caliban eine 7-Inch? Wahrscheinlich zu Roadrunner-Zeit. Nee, noch nicht mal. Ja. Ja, hier Golgatha habe ich gerade gesehen beim Vorbei. Da ist ja jetzt vor kurzem der Sänger gestorben. Ja. An Skate-Unfall. Mhm. Mir ungünstig auf den Kopf gefallen. Und ja, mit denen haben wir auch gespielt damals schon mit Gomorra. Also nicht mit denen, mit Golgatha, sondern mit Iron Skull. Die Vorband. Das war die Nachfolgeband von Dings, ja, Gomorra 7-Inch. Split auch, das war unsere allererste von Gomorra mit Tumult. Das war aus der Region Bonn kamen die, Bonn-Köln. Und die waren da schon sehr, haben schon Erfolge gehabt, ne? Haben schon viele Gigs gehabt. Und die haben mit uns dann die 7-Inch gemacht. Ne? Dann kam die nächste, Hellscheid, mit einer japanischen Band. Dazu, zu dieser 7-Inch sollten wir ja auf Tour gehen. Und ihr solltet auf Tour gehen, was ist dann passiert? Wir haben uns dann leider in der Band verstritten. Ne? Ja, Queef, die machen so einen ganz, ganz schleppigen Metal, da habe ich so ein paar 7-Inch von, ja, Helge Schneider kennt man natürlich, ne? Infest zum Beispiel ist eine mit meiner Lieblingsbands und ich glaube nämlich, weil wir letztens von Bootlegs gespielt haben. Dass es eine ist? Ja, steht Bootleg sogar drauf. Ja. Ja. Ich glaube, die ist auch mega teuer, wenn du die als Original haben möchtest. Das ist sowas, so eine Geschichte wie mit der Crossout. Die sind halt da, ja. Aber guck mal, hier eine Maiden habe ich noch hier, eine 7-Inch. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht nochmal der Verbraucherhinweis bei Gomorra. Du hast mir die auch zugesteckt, deine. Die ist, du hast ja noch hier. Die eine oder andere hast du ja über. Ja, die liegt da zu deiner Linken. Da habe ich noch ein paar über. Bleibst du. Ich weiß nicht, ob das Belegexemplare sind oder welche, die du vielleicht abgeben könntest von den einen oder anderen Zuschauer da draußen, wenn er interessiert ist. Natürlich. Ich hole die mal eben kurz hier ran. Ja. 7-Inch, weiß ich gar nicht, ist das denn noch überhaupt so aktiv, dass die Leute das kaufen? Weißt du, weil ich habe das irgendwo letztens gelesen, dass der Betrag von einer 7-Inch ist, ne? 7-Inch, damals ja irgendwie hat man ja dafür irgendwie 3 oder 5 Mark bezahlt, ne? Und was kostet heute eine 7-Inch? Ich weiß gar nicht. Ich hab 10 Euro. Überleg mal. Je nachdem, welche Band. Also ich meine, Tape kostet auch 11, 12 Euro. Ja. Ja, kommt drauf an, ne? Wenn du auf eine Hardcore-Show gehst, dann kostet ein Tape zwischen 4 und 8 Euro. Mhm. Eine 7-Inch 5, 6, 7. Mhm. Ne? Aber das ist dann auch noch so Punk-Hardcore halt. Das, ne? das fand ich halt immer bei 7-Inch geil. Weißt du, du hast halt irgendwie 5 Mark in der Tasche gehabt und konntest dir eine 7-Inch immer noch mit tun. Da hast du wenigstens irgendwas von der Band gehabt und hast die Band dann noch supportet, ne, dadurch. Ne? Und heute, ich würde mir niemals eine 7-Inch auf der Show für 10 Euro kaufen, wo du weißt, da sind vielleicht nur 2 Songs drauf oder so. Ne? Also klar, bei so Grindcore-Geschichten, ne? Da hast du mehr Songs. Ja. Hier ist zum Beispiel Converge mit Drop Dead. Krass. Ja, die haben eine 7-Inch gemacht. Jeder ein Song. Oh, Venom hast du sogar auch? Nee. Ach, das ist ein Rip-Off. Ach, das, ja, doch, hast du mir gezeigt. Ja, ja. Also, geil. Das ist Carol und Stack. Und die haben halt einfach nur die Cover genommen und davon einen Rip-Off gemacht. Finde ich mega geil. Also ich die damals gesehen habe, so, boah, wie fett ist denn die Idee? Ja, cool. Aber wo du es gerade sagtest mit dem Thema Preisen und Shows, ich glaube, da schließt sich auch so ein kleiner Kreis in der Sendung, weil nämlich ihr könnt für 30 Euro inklusive Versand die neue Metallica, die neue Metallica holen. Also da hört es. Die ist aber nochmal gemastert oder so, irgendwie neu abgemischt, ne, oder sowas. Ich habe da mal reingehört. Ich habe auch, verfolge ja auch immer wieder die Coversongs, die dann dazu beigesteuert werden von anderen Bands. Und jetzt war ja der letzte, glaube ich, den ich gehört habe bei Spotify, war von Off, von der Band. Diese Punk-Hardcore. Genau, und da habe ich echt gesagt, so, ich erkenne den überhaupt nicht, den Song. Das war echt krass. Also, das war schon witzig, ne? Wie
ungeändert die den hatten. Ne? Also nicht eins zu eins, ne? Die haben den wirklich komplett auf den Kopf gestellt, den Song. Ich bin da, das ist etwas, was mich interessiert an dieser Veröffentlichung, dieses Cover-Album. Da kommt ja auch wieder voll Banane. Also es kommt auch ein richtiges Cover-Album nochmal zum Erwerben. Genau, das wäre etwas, ja, okay, das ist ein bisschen zu teuer, 150, 170 Euro, sind 5-7 LPs mit 53 oder über 50 Cover-Songs. Ach so, also kann sein, dass der Song Enter Sandman da viermal vertreten ist oder was? Genau. Weil wenn da so viele... Genau, okay. Also das ganze Album im Schnitt kannst du dann sagen, 5, 6, 7 Mal, 1000 Bands. Also da frage ich mich immer so, kauft das jemand? Ja, die Jünger ziehen das durch. Also man muss ja erstmal die Songs auch gut finden. Ne? Mhm. Also mir hat da letztens einer auch kommentiert, zum Beispiel dieser Miley Cyrus finden die voll schrecklich. Ich fand den ja zum Beispiel ganz cool gemacht. Ne? Also der war halt so mal was anderes. Ne? Ja. Klar ist die Stimme von ihr halt so, ja, muss man mögen, ne? Aber man muss das ja schon okay finden. Ne? Ja. Also wie zum Beispiel Off, die haben den Song ja komplett zerlegt, finde ich. Ne? Also man erkennt den auf Anhieb ja nicht so wirklich. Nee. Ne? Ja. Also, das Gute ist ja, dank Spotify kann man reinhören und dann entscheiden. Aber den Preis ist natürlich auch eine Ansage. Ja. Ich hatte auch überlegt, irgendwie mal so Metallica Special zu machen für Vinylstube. Machen wir vielleicht, aber ich weiß nicht. Können wir machen. Du hast ja das Album wahrscheinlich hier. Ich habe da die CD-Version. Ich habe nur von Kill 'Em All bis zum schwarzen Album habe ich das. Also klar, um das schwarze Album geht es ja nahe, aber bis dahin habe ich es nur. Danach habe ich das nicht mehr verfolgt. Ich habe auch noch mal letztens, als der Jürgen von Rockstore meinte, ich soll mir nochmal Load und Reload anhören und habe es gemacht und dachte so, was ein Käse, die da gemacht. Also das ist überhaupt nicht, da denke ich mal so, nee, also auch wenn man das mal so von einer anderen Sichtweise, so, dass sie vielleicht mal was anderes auswählen, das ist voller Käse. Also das ist irgendwie so. Ich kenne nur noch, also was mir im Gedächtnis bleibt, ist Unforgiven und... Ja, Unforgiven 2, habe ich gedacht so, hä? Und, warum? Da gab es noch was. Fuel. Gib mir Fuel, gib mir Fire. Das ist ja der erste Song von irgendeinem Album von den beiden. Ne? Ja, aber... Aber das war's dann auch. Na. Da war irgendwie so ein... Ich, also, das ist... jetzt ist auf St. Enger drauf. Ach so, ja. Also, da dachte ich auch, ja, Monster. Boah. The Monster Lives. Also, das ist irgendwie, weißt du, wenn man dann irgendwie denkt so... Und die haben mal Master of Puppets gemacht oder sowas, ne? Das ist so. Das ist irgendwie aber so, also nur nicht mal Master of auch Justice for All oder sowas, ne? Oder, da denke ich mir, also, selbst den Schritt zurück zum schwarzen Album. Hä, wie geht sowas? Also so ein krasser Cut, ne? Das stimmt schon. Also da müssen wir echt mal so eine Sondersendung machen mit dem schwarzen Album. Vielleicht machen wir das mal so. Vielleicht machen wir jetzt schon vielleicht den Aufruf zum schwarzen Album, was unsere Community von dem schwarzen Album hält. Dann sammeln wir die ganzen Beiträge und machen das für die Sonderfolge. Dann im September, wenn es rauskommt, die Folge kommt ja jetzt Anfang August raus, spontan dann der Aufruf an euch. Ich blende euch das hier mal kurz ein. Schickt uns einen kurzen Videobeitrag, eure Meinung zum schwarzen Album und ja, alles, was danach mit passierte. Ungefähr eine Minute. Das Ganze bitte am besten auf WeTransfer hochladen und an die gewinnspiel@moshpitpassion.de senden mit dem Betreff Metallica schwarzes Album. Dann machen wir mal mit euch zusammen eine richtig schöne Folge wieder zum Thema schwarzes Album. Wie findet ihr das Album? Welche Lieder findet ihr gut? Findet ihr auch Metallica hatten nur 4 gute Alben? Ja, 4 gute Alben, weil das 5. ist, glaube ich, das schwarze Album. Das war, glaube ich, so ein Scheideweg für viele. Ja. Ich finde es gut, schwarze Album, warum auch immer. Ja. Mich würde mal interessieren, ab so Sachen wie, es ist ja meistens so, wenn man eine Band entdeckt, mit dem Album, das gerade aktiv draußen ist, findet man das Album ja richtig stark. Das, ne? Ist so. Das hattest du ja irgendwo letztens. Das St. Enger. Nee, das war irgendwie eine andere Band, wo ich dachte so, und du kanntest ja... Ach ja, Sepultura war das. Ja. Du kanntest Soulfly. Ja. Ne? Und die älteren Sachen von Sepultura ja erstmal gar nicht. Nee, ne? Und bist dann in Kontakt gekommen. Und ich frage mich halt so, wenn einer mit der Road
Load oder mit der Reload anfängt, ob er dann zum Beispiel ganz zurückgeht, die Klim All irgendwie geil findet. Mhm. Oder ob das dann ab dem Zeitpunkt von der Load oder Reload dann das immer besser findet. Ja. Stimmt. So, weißt du, und dieses, was da zurück ist, wo er sagt so, boah, nee, auf jeden Fall kann ich alle Fans, die damals mit denen groß geworden sind, eher verstehen. Ne? Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also ich hatte, also ich bin halt mit der St. Anger, ich will nicht sagen aufgewachsen, aber es war halt so 2003. Mhm. Nee, gar nicht. Als erstes war der Song I Disappear. Der war 2000 auf dem Soundtrack drauf von Mission Impossible. Da dachte ich so, boah, Metallica. Finde ich mega geil, geht auch nur 3-4 Minuten der Song. Mhm. Super, da kam erst mal 3 Jahre lang nichts und dann kam St. Anger und dann bin ich damit aufgewachsen, dachte mir, ja, eigentlich ganz cool, passte halt natürlich auch zur damaligen Zeit. Und dann ist das passiert, was du gerade sagtest, ich habe das alles rückwärts gehört und bin dann natürlich bei Kill 'Em All rausgekommen, wo ich mir dann dachte, was ist das für ein Dreck, will man mich hier verarschen? Also wer über den Sound von St. Anger meckert, der möge doch bitte Kill 'Em All dann anhören, weil da das rumpelt, das holpert und poltert. Natürlich, ne, in den Jahren, nach den Jahren denkst du ja auch so, okay, das sind die Überhits mit drauf und ja, soundtechnisch bleibe ich immer noch der Meinung, ist nicht so produktionstechnisch das Geilste, aber man kann das halt schon so ein bisschen unterscheiden. Da sind halt die Anfänge, hatten halt nicht die Kohle für die Produktion und ja, also, aber ist auch nicht das beste Metallica-Album, St. Anger. Ne? Master of Puppets ist eines meiner Lieblingsalben überhaupt. Also bei mir war es ja echt so, ich habe ja auch mit zum Beispiel AC/DC, mit der Razor's Edge, da lief dann damals auf MTV Thunderstruck Talks in Dauerschleife. Und das war halt so, boah, wie geil ist das denn, dieser Rhythmus, ne? Und wie fett das, ne? So vom Rhythmus, und das knallt halt richtig, ne? Und da finde ich aber auch damals, dann wo ich die Sachen dann alle mir geholt habe, war ja voll AC/DC-Fan, habe alle CDs gehabt von denen. Und so die ganze Bon Scott-Zeit fand ich dann auch geiler noch. Ne? Mhm. Ja. Obwohl der Sound dann wieder anders war. Ne? Ja. Ja, so kann es. Machen wir auf jeden Fall eine Black-Album. Machen wir. Folge. Ihr habt es gehört, hier bei uns als allererstes bei Metallica Black Album Special. Ihr könnt dabei sein, wie gesagt. Schickt uns ein Video, Dauer 1 Minute an die gewinnspiel@moshpitpassion.de. Aber bitte über WeTransfer hochladen. Das Ganze im Querformat, nicht Hochformat. Das wäre uns halt lieber. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns spätestens im September. Und ganz, ganz wichtig, wer hier interessiert ist an dieser schicken Gamora 7-Inch, einfach den Marco anschreiben über Instagram. Und ja, das war es auch heute hier von unserer Vinylstube. Nochmal vielen lieben Dank an Oktober Promotion für die Zusendung dieser tollen Platten. In dem Sinne, gehabt euch wohl, folgt noch den lieben Marco auf Instagram, lasst uns ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin und ciao, ciao. For the passion of the music.